Heute zeige ich dir, wie du dir mit einem Flanger-Effekt abgefahrene Gitarrensounds bauen kannst. Der Flanger gehört zur Familie der Modulationseffekte und obwohl er nicht ganz so bekannt ist wie zum Beispiel ein Phaser oder ein Chorus, kannst du ziemlich coole Sachen damit anstellen. Ein Flanger fügt dem Originalsignal das gleiche Signal zeitverzögert nochmal hinzu, wobei sich die Zeitverzögerung permanent ändert. Man könnte sagen, ein Flanger ist wie ein Delay, dessen Zeiteinstellungen oder dessen Verzögerungen sich ständig ändern und somit hin und her wandern. Ich zeige dir gleich im Projekt, wie ich den Flanger-Effekt zunächst auf Akustikgitarren einsetze, um sie ein bisschen breiter zu machen und den Mix weiter nach hinten zu drücken. Im zweiten Beispiel versuche ich mir dann unter Zuhilfenahme von Delay und Hall einen spacigen, abgefahrenen Gitarrensound zu bauen. Viel Spaß! Ich zeige dir den Flanger-Effekt zunächst einmal an einer Akustikgitarre. Wir hören das Beispiel kurz rein und dann legen wir los. Also wir hören hier Band-Arrangement, Schlagzeug, Bass, Gitarre, noch Piano. Und diese akustischen Gitarren klingen ordentlich, aber ich möchte sie gerne im Mix jetzt ein bisschen zurückschieben und noch so ein bisschen breiter machen, ein bisschen genehmer einfach machen. Und da kommt jetzt der Flanger-Effekt ins Spiel. Normalerweise machen das Gitarristen so, indem sie einfach ein Flanger-Pedal einsetzen und die beiden Hauptkomponenten, die wichtigsten, sind die Rate. Damit bestimmst du die Schnelle des LFO-Filters und die Depth, also die Tiefe, damit bestimmst du die Intensität der Modulation oder des Flangers, wie stark hörbar sie ist. Feedback und Manual lasse ich jetzt mal weg, weil das hat nicht jedes Flanger-Plugin. Das wäre also so ein Pedal. Es gibt auch ganz normale Flanger-Plugins. Die gefallen mir hier alle, aber nicht so in Logic. Weder dieses Pedal noch die normalen Flanger-Plugins haben nicht so gut geklungen. Und deswegen habe ich zu einem kleinen Trick gegriffen. Und zwar zu meinem Age-Delay. Das hat nämlich auch hier in der Modulation-Section einen eingebauten Flanger-Effekt. Und den benutze ich jetzt. Das heißt, ich benutze von diesem Delay einfach gar nichts. Delay und Feedback ist hier nach unten gedreht. Sondern ich benutze nur hier diesen Flanger-Effekt, diesen Modulationseffekt und habe ihn direkt in den Kanal zugeladen. Deswegen gehe ich hier auf meinem Dry-Wet-Regler hier auf 30% runter. Das ist so, ja, damit fährt man ganz gut, wenn man so ein Plugin direkt in den Kanal zuglädt. Und jetzt schalte ich diesen Flanger-Effekt mal an. Ich fahre zuerst die Depth rein, also die Intensität und dann die Rate. Bei der Rate, also bei der Schnelligkeit der LFO-Filter, dürfen wir nicht zu sehr übertreiben. Was passiert, wenn du das machst, das zeige ich dir gleich auch noch. Also ich schalte mal die Gitarre auf Solo und dann schalte ich den Flanger-Effekt einfach mal an. Und da hörst du jetzt schon diesen typisch Flanger-typischen, spacigen Effekt. Die Gitarren scheinen ein bisschen weiter nach hinten zu rücken, so ein bisschen in die Breite gezogen zu werden. Und dadurch wirkt das Ganze ein bisschen genehmer, nicht mehr ganz so spitz. Und das kann für bestimmte Zwecke ganz reizvoll sein. Also bei der Depth, bei der Tiefe fährst du bei um die 50% ganz gut. Und die Rate solltest du relativ niedrig lassen, also sehr kurz, weil wenn du die hochdrehst, dann kommt Quark raus. Okay, das wollen wir nicht. Deswegen die Rate sehr kurz halten. Jetzt mache ich nochmal ein bisschen Hall dazu. Also dadurch bekommst du so schöne, spacige Gitarren, die du im Mix ein bisschen mehr nach hinten drücken kannst und die einfach mehr in die Breite gezogen klingen, nicht ganz so spitz, ein bisschen genehmer, ein bisschen mystischer irgendwie. The Cure zum Beispiel in den 80er Jahren hat diesen Effekt recht oft benutzt. Noch besser kommt dieser Effekt allerdings auf cleanen Gitarren, also auf unverzerrten Gitarren. Und das probieren wir jetzt auch mal aus. Ich schalte mal hier diese Gitarre solo und die klingt trocken so.
spiele also hier so Pickings, ist so ein bisschen so ein 80er-Sound. Und was ich jetzt gemacht habe, ist einfach, ich habe mir die Einstellung hier mehr oder weniger rüber kopiert. Nein, nicht ganz. Ich habe ein bisschen mehr von der Depth reingefahren und dann klingt die Gitarre so. Das klingt schon ziemlich abgefahren und jetzt kann man das natürlich noch weiter übertreiben, indem man zum Beispiel, also um noch mehr Tiefe zu bekommen und um die ganzen Sachen ein bisschen abgefahrener, noch ein bisschen spaciger und ein bisschen mystischer zu machen, kann man jetzt natürlich noch Hall dazugeben. Ich habe hier einfach einen relativ langen Hall geladen, ja, Large Hall, Guitar Space ist einfach ein Preset und dann habe ich hier noch ein Delay genommen, einfach ein Stereo-Delay. Ein Achtel links, eine Viertel rechts. Und da geben wir jetzt nochmal anteilig was dazu davon und dann sollten wir eine sehr spacige Gitarre bekommen. Ja, also die Gitarre klingt sehr, sehr weit hinten, fast so ein bisschen eine Ambient-Gitarre. Und es klingt unglaublich spannend. Also für so experimentelle Geschichten ist es richtig gut, dieser Flanger-Effekt. Ich schalte nochmal alle Effekte aus und während die Gitarre spielt, schalte ich sie dann zu. Coole Angelegenheit, also gefällt mir wahnsinnig gut sowas. Und wie gesagt, für so experimentelle Geschichten ist das richtig gut geeignet. Wenn du dich für die Arbeit mit Gitarreneffekten in der DAW selber interessierst, dann empfehle ich dir dieses Video. Da zeige ich dir, was du mit einem virtuellen Gitarrenamp alles anstellen kannst und teste mal aus, ob du mit so einem virtuellen Amp tatsächlich an den Sound von einem richtigen Amp rankommst. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben, über einen netten Kommentar oder über einen neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Video. Bis dann!